Ja, hallo. Hallo. Ich bin der Viktor von Marvel Route 2913. Ich bin 32 Jahre alt. Wie ihr seht, bin ich in meinem Auto hier drinne. Ja, und dann würde ich mal sagen, steigen wir jetzt mal aus dem Auto raus und gehen mal in meine Bude. Verzeiht's mir, wenn ich die einigermaßen jetzt nicht so aufgeräumt habe, aber seht selbst, wir gehen jetzt jeden Schritt da rein. Ja, wie ihr seht, es ist ein wunderschöner Sonnenaufgang, aber wie ihr halt hinten seht, es hat auch die Nacht ein bisschen geregnet. Was jetzt auch nicht so jetzt so schlimm ist fürs Auto, klar, halt damit das halt auch dann dementsprechend sauber ist. So, dann werden wir jetzt mal auf jeden Fall hoch in meine Bude gehen. Ja, also hier, wie ihr im Hintergrund seht, ja, werde ich schon schön von der Sonne geblendet. Und ja, dann geht's jetzt mit leisen Schritten und gehobenen Schritten Richtung eigene Bude. So, erstmal den richtigen Schlüssel finden. Sehr logisch. So, und dann wollen wir schon mal hier die Türchen aufmachen. Es ist also eigentlich dreistöckiges Wohnhaus, wo ich noch mit einer anderen Nachbarin und mit meinem Vater hier wohne. Ja, und jetzt gehen wir die Treppe hoch. Und ich wohne ganz oben, Dachwohnung. Klar, im Sommer ist es jetzt halt kein Muss unbedingt dann in so einer warmen Dachbude quasi alles auszuhalten. Aber für den heutigen Morgen geht das schon. Und ja, dann wollen wir jetzt mal die Haustür aufmachen. Natürlich aber erstmal den richtigen Schlüssel finden. Ja. So. Und wie ihr seht, hier ist meine Garderobe gleich, nachdem ich die Tür aufgemacht habe. Im Hintergrund seht ihr meine Küche mit allen Utensilien, die man als Mann so braucht. Ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und jetzt drehe ich mich hier in mein Wohnzimmer, was ja schon oft durch andere Videos halt sehr oft von mir gezeigt wurde. Ja, aber wie gesagt, verzeiht es mir, wenn jetzt im Hintergrund alles jetzt so noch so unaufgeräumt ist. Normalerweise bin ich halt ein Typ, der eigentlich immer aufräumt. Aber ich mag es halt auch nicht, dass halt klar, der Staub oder der ganze Dreck halt sich alle 2 Tage ansammelt. Und deswegen macht man ja auch dann die Bude auch sauber. Ist ja auch logisch. Ja, und im Großen und Ganzen arbeite ich in einem großen Postunternehmen. Also ich sag jetzt nur mal in Klammern gesetzt, eigentlich einer der weltweit führenden Postunternehmen. Also quasi DHL, aber ansässig mit der Deutschen Post. Also das heißt dann zugleich zusammengesetzt. Und ja, und mein Einsatzgebiet ist in Paketzentrum Straufenberg und ich bin dort E-Kahn-Fahrer. Ja, und das macht mir da sehr viel Spaß, bis ich halt nicht mehr kann. Da werde ich das auf jeden Fall noch weiter so fortführen als E-Kahn-Fahrer. Klar, wenn sich halt andere Möglichkeiten ergeben, dann wäre es halt schön, aber ja, also ich. Ja, und wie ihr seht, auch gerade im Hintergrund
Ich bin ein eingefleischter Dortmund-Fan. Und natürlich halt, klar, drücke ich halt auch während der EM den Deutschen halt auch die Daumen. Jetzt halt auch am morgigen Tag gegen England. Ich kann es leider nicht gucken. Ich habe Spätschicht. Deswegen muss ich halt das mir dann halt in der Zusammenfassung dann abends angucken. Weil ich dann halt abends erst so ab 11 rum erst nach Hause ankomme. Und ja, im Großen und Ganzen ist es ist auch also für mich auch nicht schade, wenn ich halt auch mal die Deutschen dann halt auch mal nicht in dem Sinne halt gucke, weil ich dann immer dann noch dann sagen kann, ja, ich tippe halt vorher mit, auch sei es mit meinem Kumpel Markus, mit dem ich hier den Kanal führe, dann tippen halt ab und an mal dann kurz bevor das Spiel halt losgeht. Und ja, das ist halt dann die andere feine Sache. Ja, und ja, wie ihr hier im allem rund seht, alles im Hintergrund sehr jetzt nicht so aufgeräumt, wo ich jetzt sagen muss, ah, das ist jetzt alles tipptopp. Klar, scheint jetzt die Sonne jetzt natürlich und knallt sie natürlich jetzt ordentlich. Schon und deswegen habe ich auch nebenbei noch wie man hört, einen Ventilator an, aber dazu ist es halt auch erstmal halt stickig, aber ich werde jetzt kurz bevor die Sonne natürlich jetzt um die Ecke schaut, werde ich halt natürlich jetzt auch erstmal schön dieses Fenster jetzt erstmal schön aufmachen und ich hoffe, ihr werdet auch jetzt euren schönen Tag genießen, entweder mit Sonne oder halt das, was ihr da dann sieht. Und ja, und jetzt nochmal zum Abschluss jetzt auch nochmal ein Bild von draußen, von wo ich aus gucke. Und ja, alles und alles in allem ist es halt. Ja, klar, wenn man jetzt hier im weiten Rund, jetzt hier, wie ihr seht, klar, jetzt durch den Sonnenstrahlen, klar, ich muss jetzt halt noch ein bisschen weiter weg, aber dann seht ihr ja jetzt halt da viel Grün und viele Häuser und das ist halt meine Wohngegend da draußen, aber ich werde jetzt in diesem Daily Vlog Teil 2, also den ich jetzt halt gemacht habe, jetzt. Werde ich dann in meinem zweiten Teil, also halt dann übermorgen, dann, das wird dann Mittwoch sein, dann werde ich mal euch durch meinen Garten führen, der ja dann auch für die anderen zwei Parteien dann ja auch genutzt werden kann. Ja, und ich bin jetzt erstmal für den ersten Vlog auf jeden Fall erstmal draußen. Und ja, und dann morgen wird es dann Markus seinen zweiten Vlog machen, also quasi Teil 3 des Ganzen. Also wie er auch schon gesagt hat, klar, wir können dann halt auch nicht jeden Tag immer mal sowas kurz einschieben, aber wir versuchen es einigermaßen hinzukriegen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Wochenstart. Und bleibt gesund, tapfer und immer schön auf die Glocke hauen, abonnieren, wenn es euch gefällt. Ja, und hier mit dem schönen Abschluss mit meiner BVB-Uhr und der Kanada-Flagge und dem Traumfänger mache ich jetzt erstmal für heute zu die Lade. Und ja, und ich hoffe, es hat euch für den ersten Daily Vlog gefallen. Und wir sehen uns.